Chansons von The Showsters aus Dresden. Währenddessen füllt sich das Marktrestaurant am Erzgebirgsbalkon. Eingeladen sind Chefs von größeren Unternehmen und Institutionen aus dem Erzgebirgskreis auf das Gelände der Landesgartenschau nach Oelsnitz. Dazu Damen und Herren Oberbürgermeister, Bürgermeister aus dem Landkreis und Landespolitiker. Nach dem Erfolg in Marienberg 2014 ist auch die zweite Auflage sehr gut besucht, weil eine Chance, Kontakte zu knüpfen. Nach vorn schauen und sich gut entwickeln, das soll allen mit auf den Weg gegeben werden. Immerhin, die Unternehmen der Region und ihre Belegschaften sollen zufrieden sein, resümiert Landrat Frank Vogel, auch wenn seitens der gesamtdeutschen Politik immer mal etwas gebremst wird. Das Stichwort Mindestlohn und dessen bürokratisches Monsterfeld. Wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen folgen im Risikoradar auf Platz 2 mit steigender Tendenz, also zum Beispiel diese gesamte internationale Unsicherheit wie der Ukraine-Konflikt und die Griechenland-Krise. Wechselkursentwicklungen werden als Risiken genannt und auch politische Reformen wie eben Mindestlohn, die Ausweitung der Rentenleistungen oder die geplanten Erbschaftssteuerreformen. Im Erzgebirge sei man schon weiter. Immerhin kommt zum wiederholten Mal der sächsische Unternehmer des Jahres aus dem Erzgebirge, dem Wirtschaftsstandort. 2014 war das Katja Hillenbrand von der Mikas AG aus Oelsnitz, in diesem Jahr die Brüder Jörn und Daniel Meyer von der Drehtechnik GmbH aus Marienberg. Erfolgreich seien auch die Botschafter des Erzgebirges, zu denen 2015 noch einmal 4 neue hinzukommen, gleich hier in der Sommerlounge. Zu den rund 100 Botschaftern kann sich jetzt auch Professor Hans-Christoph Rademann zählen. Er ist Intendant des Musikfestes Erzgebirge, Dirigent und Hochschullehrer. Ihm verdankt das Erzgebirge auch das Fest Alter Musik, was 1994 begründet wurde. Beides wurde weit über die erzgebirgischen Grenzen hinaus bekannt. Die Botschafterurkunde besitzt nun auch Tabea Schäfer, Geschäftsführerin der Bahner und Schäfer GmbH in Oelsnitz. Seit vielen Jahren ist sie schon als Botschafterin unterwegs, indem sie Kunden ganz bewusst zu einem Besuch in ihre Firma einlädt und bei kleinen Ausflügen stolz ihre Heimat zeigt. Nicht aus dem Erzgebirgskreis, aber aus dem Gebiet des Regionalmanagements Erzgebirge kommt die Erzgebirgsminiaturschau Oederan GmbH. Dessen Geschäftsführer Horst Trichelt kann sich nun auch Botschafter des Erzgebirges nennen. Das Kleinerzgebirge ist das Miniaturabbild dieses Landstrichs und damit Aushängeschild. Vierter neuer Botschafter ist das Musikkorps der Stadt Olbernhau. Vor 65 Jahren als Blasorchester des Blechwalzwerkes Olbernhau gegründet, erwuchs es nach der politischen Wende zum mehrfachen Landesmeister der Feuerwehrmusik, im letzten Jahr sogar zum Gewinner der Bundeswertungsspiele des Deutschen Feuerwehrverbandes. Es trägt die erzgebirgische Kultur ins gesamtdeutsche Gebiet und auch nach Österreich oder Tschechien. Für die Wahl neuer Bürgermeister in etwa der Hälfte der Orte des Erzgebirgskreises steht der 7. Juni 2015. In diesen Orten gibt es Veränderungen. In 13 Orten aber können die bis zum Ende der aktuellen Wahlperiode amtierenden Bürgermeister auf eine Amtszeit über ein Vierteljahrhundert zurückblicken. Sie haben selbstlos fortgesetzt, was mit der friedlichen Revolution 1989-90 seinen Anfang nahm. In diesen Städten und Gemeinden wurde mit das Fundament für die Zukunft unseres Freistaats gelegt. Dessen erfolgreiche Entwicklung ist unmittelbar mit den Biografien dieser Kommunalpolitiker verknüpft. Dank und Anerkennung wurde seitens des Landrates persönlich ausgesprochen. Thank you.
Mit Musik, Buffet und einem Impulsvortrag von Markus Hofmann, dem Top-Speaker des Jahres 2014, sollte die zweite Sommerlounge der erzgebirgischen Wirtschaft ihren Abschluss finden. Mit einem Ziel, eine Fortführung in den kommenden Jahren.